Was mein Glöbeeren und herzlich willkommen zu Dead Cells. Ja, ich habe ja versprochen, dass ich so ein paar Challenge Runs mache. Und heute ist die erste Challenge, nämlich nur Fernkampf. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde nur Fernkampfwaffen benutzen. Das bedeutet kein Schwert, keine Schilder, gar nichts. Keine Peitschen, sondern nur Bogen, Turrets und so weiter und so fort. Wir nehmen erstmal unser ganzes Gold hier. Und Beginners, Bow und Schild. Kann ich das nicht auf X packen? Ich würde gerne mein Schwert ersetzen, damit ich nicht auf die Idee komme, das Schwert zu nutzen. Naja, falls ich das Schwert nutze, dann passiert das nur aus Versehen und ich möchte mich schon mal entschuldigen. Weil, ja, wie gesagt, das ist eigentlich die Challenge, dass ich hier mit einem lauten Spiel spiele. Und keine Ahnung mehr habe, wie das Spiel überhaupt geht, weil ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Und ja, es geht darum, dass ich halt wirklich nur auf Fernkampf setze. Das bedeutet auch für mich, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr früh sterben werde. Ich habe ja noch keine Turrets leider freigeschalten. Das bedeutet, ich bin darauf angewiesen, viele Zellen zu sammeln, um die Turrets freizuschalten, weil mit denen würde ich schon eher klarkommen. Also, was als Fernkampf zählt, ist sowas wie Bogen, Granaten und ja, die Turrets, die automatischen Turrets. Und ja, ich habe mittlerweile auch das Let's Play von dem Zimbelbimbel geguckt, weswegen ich mittlerweile ein bisschen was vom Spiel weiß. Der hat es ja komplett durch Let's Played. Ich habe es deswegen gemacht, weil ich eigentlich dachte, dass ich das Spiel nicht mehr weiterspiele. Aber ich habe irgendwie so viel Lust drauf bekommen, dass ich mir dachte, komm, du hast Challenges versprochen, dann kannst du auch Challenges bringen. Und scheiße, man kann ja out of ammo werden. Das ist, glaube ich, eine hohe Herausforderung gleich zu Beginn. Mist. Man muss ein bisschen damit klarkommen, nur auf den Bogen zu setzen. Au. Nein, du haust mich nicht. Und du stirbst jetzt erstmal. So, du stirbst bitte auch. Es hat ein bisschen was Befreiendes, wenn man nur mit dem Bogen spielt, weil man dann eine Ausrede hat, wenn man stirbt. Weil dann kann man sagen, ja, kommt Leute. Ah, okay, die werden aber ganz nervig mit nur Bogen. Ich weiß gar nicht, ob man die mit nur Bogen erledigen kann. Kann man, aber nur sehr schwer. Man muss halt im richtigen Moment rollen. Force Shield haben wir bekommen. Okay, cool. 100% in dem Spiel wäre halt auch ein cooles Ziel irgendwann. Aber ich glaube, ich würde das, wenn, dann privat oder in einem Stream machen. Das könnt ihr mir sagen, ob ihr sowas im Stream sehen wollt oder ob das Spiel mittlerweile ausgelutscht ist. Weil ich bin in letzter Zeit sehr wenig auf YouTube unterwegs, deswegen kann ich nicht genau sagen, wie die Trends sind. Was eigentlich ein Todeskriterium bei Let's Playern ist, weil auch als kleiner Let's Player muss man schon sehr darauf achten, wie die Trends sind. Einfach, weil man keinen Bock auf so Kommentare hat wie, du machst den und den nach. Deswegen sage ich auch ganz offen, wenn ich eigentlich ein Let's Play von jemand anderem zu dem Video gucke oder wenn mich wer inspiriert hat, wie halt direkt hier in diesem Video, dass ich bei Zombie halt das Let's Play geguckt habe und naja, der hat mich jetzt nicht wirklich zu dem Spiel inspiriert, weil ich war einer von der Person, die es ihm empfohlen hatte. Auch wenn ich glaube, dass der schon davor Empfehlungen bekommen hat. Aber ich habe es ja von den Entwicklern bekommen, daher kannte ich das Spiel. Nur um Sachen klarzustellen. Aber ich gucke mir generell gerne Let's Plays an. Oh, nice Granate. Oh Gott, das ist schön. Das ist sehr schön. Die bringt mir sehr, sehr viele Vorteile in der Challenge. Auf die habe ich innig gehofft. Und eine Flashbang. Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So. Ein besserer Bogen wäre halt auch gut für die Challenge. Aber zu Beginn kommt man mit dem einfachen Bogen noch recht gut klar. Ah, okay, und man kommt an die Flashbang auch nur mit der Fähigkeit dran, die wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal bekommen haben. Zum Glück haben wir die Fähigkeit. Ich wäre sehr traurig, wenn ich die Flashbang nicht hätte. Ups, nein, das wollte ich jetzt nicht, aber dann können wir ihn halt nochmal einfrieren. Autsch, das tat weh, Junge. Das tat sehr weh. Nicht nett. Jetzt haben wir Flashbang und was war denn das? Seit wann kann man... Okay, der Sprung sah einfach nur seltsam aus. Okay, ich dachte schon, man hätte jetzt irgendwelche Sonderspezialfähigkeiten, die ich vorher gar nicht kannte. Ich musste gerade kurz nachgucken, ob mein Mikro überhaupt richtig eingestellt ist.
Wir haben 1200 Gold und können uns damit nichts kaufen. Frostblast zählt auch zu Fernkampfwaffen nebenbei. Eigentlich ist alles eine Fernkampfwaffe, was jetzt keine Waffe beinhaltet, die jetzt an unserem Körper dran ist und Schaden macht. Also zum Beispiel eine Peitsche, die macht zwar auch auf einer Distanz Schaden, aber es ist etwas, was wir in der Hand halten und was dann Schaden macht. Während hingegen der Pfeil, der Schaden macht, ja nicht an unserem Körper dran ist. Ist es jetzt verständlich, was ich mit Fernkampfwaffen meine und was nicht? Ich meine, so eine Granate, die ist ja auch nicht an unserem Körper dran. Ich weiß nebenbei jetzt auch, was das für Dinger sind. Die gibt es dann später im Spiel. Das sind so eine Art Teleportpunkte. Also jetzt nichts so Besonderes. Promenade of the Condemned. Super. Das Ziel bei den Challenges ist es eigentlich, so weit wie möglich zu kommen. Mehr nicht. Well, you're back. Und je nachdem, wie schnell der erste Run vorbeigeht, bleibt es vielleicht bei einem Run oder bei zwei. Turret, horizontal turret, rapid fires on nearby enemies. Genau. Ah, Mist, uns fehlen Zellen. Ah, schade. Ich hätte es gern freigeschalten. Uns fehlen da noch 4 Zellen, damit wir das Turret freischalten können. Ich werde auch vielleicht als Challenge mal nur Turret machen, sobald ich mal den Turret habe, vielleicht. So als Zwischenchallenge. Aber jetzt wollte ich mich erstmal auf reinen Fernkampf konzentrieren. So, Promenade of the Condemned. Habe ich den Blueprint da oben mittlerweile eigentlich abgegeben? Ja, ich denke schon, oder? Ja, ich glaube, wir hatten den abgegeben. Ja, wir haben den abgegeben. Okay, gut. Weil das wusste ich nicht mehr. Da klingelt ein Telefon im Hintergrund. Bitte nicht beirren lassen. Okay, wo geht's hier lang? Hallo? Oh, hi. Nein, bitte nicht bomben. Slow down und weg mit dir. Du mit deiner kleinen Scheißbombe gehst mir echt auf den Senkel. So. Ach du Scheiße, mache ich wenig Damage. Und ach du Scheiße, sind die Dinger gefährlich. Au. Nein. Weg mit dir. So. Moonstone Amulet. Poison all nearby enemies when you take damage. Oh, das ist cool. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Schaden kriegen, werden die in unserer Nähe vergiftet. Das gefällt mir sehr. Ah, okay, und jetzt geht es zu der Kanalisation da. Wo ich ja bisher nicht so oft war. Und wir hätten mehr Zellen sammeln sollen, merke ich gerade, weil dann hätten wir jetzt das Turret. Ich bin blöd. Ich bin sehr blöd. Entschuldigung. Uns fehlen jetzt immer noch 2 Zellen fürs Turret. Ich hatte nicht drauf geachtet und es nicht bedacht. Used to interact. Stimmt, wir haben ja auch noch Health Potions. Die habe ich komplett vergessen. So. Used to interact. Und jetzt geht's ab zu den Kanalisationsdingern, wo ich ja bisher, glaube ich, nur einmal drin war und direkt gestorben bin, wenn ich mich recht erinnere. Hier kenne ich mich echt null aus. Das wird lustig. Ich denke mal, das Wasser macht mir Schaden, deswegen sollte ich dann nicht lang. Okay, und man kann hier hochklettern, das war irgendwie... Warum wirkt es hier so verdächtig nach Secret? Ich weiß es nicht. Wir haben halt immer noch keinen besseren Bogen gefunden. Das ist halt... hi? Was bist du? Und warum hat gerade da alles Damage bekommen und ich auch? Ich weiß es nicht. Aber ich trinke jetzt erstmal, weil ich habe Angst. Ich habe sehr viel Angst. Auch wenn es ein bisschen verschwendet war. Aber out of ammo. Da bin ich ja im richtigen Moment runtergefallen. Was? Warum bin ich immer noch out of ammo? Wie lange braucht es denn zum Nachfüllen? Ich habe halt nie drauf geachtet, weil ich so selten den Bogen wirklich intensiv genutzt habe. Ey! Ich bin ausgewichen. Und warum kriegen die wieder... Wodurch kriegen... ich habe ja dieses Poison-Ding. Deswegen kriegen die Damage. Ich dachte vorhin irgendwie, der Pilz hätte sich selber vergiftet und auch die Gegner. Aber nein, das ist das Poison-Teil. So, Flashbang. Hi.
Hi. Wenn man keine Ammo mehr hat, muss man sich irgendwie zu helfen wissen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo geht's denn hier lang? Was bist denn du? Etwas, was sehr wenig Damage nimmt. Wo ich einfach mal dran vorbeilaufe. Einfach nur, weil ich's kann. So. Um dich kümmert sich jetzt bitte meine. Ah, Mist. Der Pilz von oben kann mich bis hierhin erreichen. Ah, und das sind auch die Stacheln, die mich damals getötet haben, als ich zum ersten Mal hier war. Trink. Und warum komme ich nicht mehr hoch? Keine Ahnung. Dann ignoriere ich es einfach und laufe weiter. Und natürlich geht es hier nicht weiter. Ich schlag nur kurz mal mit dem Schwert zu, um zu gucken, dass die Wand wirklich. Ja, die Wand ist wirklich stabil. Kann ich hier hoch? Ich kann hier nicht mehr hoch. Und der Pilz ist tot wegen dem. Ah, okay, ich kann hier hoch. Der Pilz ist tot wegen dem Gift. Okay, das Gift ist echt cool. Auch wenn es halt doof ist, wenn man Schaden nimmt, weil man hat dann weniger Leben. Ich glaube, das ist, Au! Die Dinger lassen Bomben fallen? Oder hat der Bomben auf mich geworfen, weil der jetzt vergiftet wurde? Oder nee, all nearby enemies. Und das heißt einfach, weil er in der Nähe war, als die ganzen Bomben aufgetaucht sind von dem Leichnam von seinem Kollegen. Schade. Ich habe gehofft, dass der Radius noch bis dahin reicht. So, Flashbang. Hoch. Eis. Weg mit dir. Nein! Au! Au! Ich wollte runter! Scheißding! Ich bräuchte einen Gegner zum Aufheilen. So. Mir ist nebenbei auch aufgefallen, wenn die Dinger eingefroren sind und man denen Schaden macht, dann werden die wieder aufgetaut. Das wusste ich vorher gar nicht. Ist es neu? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es gab bisher noch nicht sonderlich viele Updates. Generell habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass die Entwickler. Allied? Nein! Kein Allied! What the fuck? Warum kommt denn jetzt Elite-Gegner? Was zur Hölle? Ich mach null Schaden. Ich mach fast null Schaden an ihm. Used to interact. Weg, weg, weg. Und hier oben gibt es natürlich nichts außer den Tod und Great Shield. Anstelle des Rusty Swords, weil ich darf das Ding ja eh nicht verwenden. Schild darf ich auch nicht verwenden. Aber Schild ist weniger fatal, wenn ich das aus Versehen verwenden würde gegenüber der Challenge, als wenn ich das Schwert verwende. So, weg. Einfach weg. Oh, hi. Ja, so kurz vor meinem Tod kann ich ja nochmal Stärke dazu holen. So. Erstmal alles einfrieren, damit ich in Ruhe fliehen kann. Und woher kommen jetzt die Skorpione? Ups, ja. Wie gesagt, es ist weniger fatal, wenn ich aus Versehen das Schild einsetze. Und ich bin tot. Naja. War bei so einer Challenge auch zu erwarten. Leider, leider nicht genug Zellen bekommen für das Turret. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Und ja, bis zum nächsten Part der Cells dann. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.